mich hat es immer interessiert, das Resultat einer Handlung zu haben, also den schönen Dreck. Eigentlich hab ich mich immer interessiert für schönen Dreck. Also ich mache oft Dinge, die irgendwie schmutzig aussehen, aber eigentlich aus ganz edlen Farben gemalt sind zum Beispiel. Also solche Sachen, das ist, finde ich, eigentlich, charakterisiert uns oft besser als die Fassade, die wir hinstellen. Auge um Auge ist natürlich als grundsätzliches Thema wahrscheinlich, da wir alle Menschen sind, immer da. Ne? Also ich habe so das Gefühl, es gibt es überall, diese Contest-Situation, das Gegeneinander und so weiter und sich messen und so weiter. Ist ja eher oft dann eigentlich, wir interpretieren es ja heute als eine aggressive Situation, ne? Während dann das Auge in Auge ja eher intimer wird so ein bisschen. Mich hat immer interessiert, was grundsätzlich passiert bei uns Menschen, wie wir uns definieren oder eben nicht definieren können und dadurch so eine Sehnsucht haben nach Definition. Wir sind ja nicht zufrieden, sondern wir sind permanent auf der Suche nach etwas, was mehr ist, als wir selber sind. Dieses Prinzip hat mich immer schon als Kind interessiert. Und ich suchte immer ein Ventil dafür und das habe ich dann in der Malerei gefunden, dass ich da so eine Art symbolhafte Bilder herstellen könnte, die das vielleicht beschreiben. Also die im gewissen Sinne die Plattform darstellen, auf der so ein Ring um geistige Repräsentanz stattfindet, also das, was unsere Spiritualität ausmachen könnte. Wenn man an den Kern rangeht von dem, was wir so sind und denken und fühlen und man die ganzen Fassaden mal weglässt, dann bleibt ziemlich viel Chaos übrig nachher. Also wir sind alle sehr viel unsicherer, als wir denken. Also ich habe noch nie einen sicheren Menschen getroffen in meinem Leben, ich weiß nicht. Also, aber die Strukturen, die wir uns bauen, sollen uns natürlich Sicherheit suggerieren. Also wir machen uns den Garten schön und machen die Wiese immer gleich gemäht und die Fassade und das Haus ist sauber und so weiter. Aber das ist natürlich auch für uns wie so eine Stütze eigentlich. Also wenn wir sozusagen mal wirklich ehrlich werden, das war eigentlich immer nur mein Ziel, dass ich dachte, ich will die Dinge mal wirklich benennen. Und wenn man ehrlich wird, fällt das auf einmal alles weg. Dann ist dieser saubere Garten gar nicht sauber. Wir haben ja sozusagen so eine kleine Hassliebe zum Tier. Einerseits stellen wir uns natürlich über das Tier und behaupten oft von uns, wir seien die weiterentwickelteren Wesen und so weiter. Andererseits haben wir natürlich das Instinktive verlassen. Und das ist was wir im Endeffekt auch beneiden. Wenn man jetzt den Affen und den Menschen nimmt, dann ist es so, dass wir zwar den Affen beherrschen auf eine Art, aber auf eine andere Art wir ihn eben auch beneiden dafür, dass er instinktiv handeln kann und eben nicht permanent sich in Frage stellen muss, was wir ja ununterbrochen haben. Ununterbrochen müssen wir durch diese Selbstreflexion uns definieren, immer, immer wieder. Und das instinktive Handeln des Tieres ist eine alte Sehnsucht, dass man davon doch ab und zu ein bisschen was gerne wieder hätte vielleicht. Im klassischen Sinne versucht Malerei ja, um sich herum Neutralität herzustellen, damit der Fokus auf dem Bild liegt. Und hier ist nun genau das Gegenteil. Also hier ist ja eher ein Raum, der in sich schon ein Kunstwerk ist irgendwie. Und man eigentlich gar nicht weiß, warum man überhaupt hier ein Bild hinhängen soll. Das sieht ja toll aus, so wie es ist. Und jetzt ist es sozusagen, war das mal dieser Versuch. Aber ich finde, es ist schön geworden, weil es eben genau durch diese Beleuchtung mal in dieses ganz punktuelle, mystische reingeht und so. Das kann man schon auch mal machen, so ganz atmosphärisch werden damit. Das Format war eben nur dieses möglich, weil nur das durch die Tür geht. Ich male ja oft sehr große Bilder. Und dann war das, der Maßstab war hier die Türöffnung irgendwie. Deswegen war das auch ein bisschen mal für mich ganz schön, so eine Art Formate zu machen. Ich mache sonst eher entweder sehr kleine Sachen oder riesige Bilder. Und deswegen ist das so ein bisschen dazwischen auf einmal. Das ist ganz schön. Das war für mich auch eine Übung, mal so dieses Format zu machen.